5 Gründe, warum du einen Energieberater brauchst. Guten Tag, mein Name ist Christian Schulz von der Firma Energieeffizientes Bauen. Kommt rein. Wir sind ein Planungsbüro für energieeffizientes Bauen. Unsere Bürofrau, meine Frau Iris Schulz. Das ist unser Büro in Waltrop, im wunderschönen Waltrop im Ruhrgebiet. Wir machen halt alles zum Thema energetische Sanierung, Fachplanung, Baubegleitung. Also das ganze Thema um die Energieberatung, Fördermöglichkeiten, Berechnungen, Wärmebrückennachweise, Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, also das ganze Portfolio zum Thema, wie kann ich mein Gebäude verbessern, decken wir ab. Energetische Sanierung. Ja, man kann nicht nur einen Neubau auf ein vernünftiges, zukunftssicheres Niveau bringen, auch eine bestehende Immobilie. Egal wie alt und wie schlecht der Zustand ist, man kann sie energetisch ertüchtigen. Ne? Wir kommen raus, schauen uns den Ist-Zustand an, also sprich eine Analyse vom Gebäude. Wir gehen gemeinsam durch Ihre Immobilie, sei es eine erworbene oder Sie möchten die erwerben, die Immobilie. Oder Sie wohnen selbst in einem Haus und möchten es nach vorne bringen, also energetisch ertüchtigen. Gehen wir gemeinsam durchs Haus, schauen uns alle Möglichkeiten an und ich bespreche das mit Ihnen, was man machen kann, wie man es machen kann. Das Haus von Ihnen wird immer in 3D nachgebildet bei uns, im Ist-Zustand. Und wir können dann sämtliche Sanierungsschritte, die es gibt, simulieren. Ich kann Ihnen dann nachweisen, was haben Sie für eine Einsparung dadurch. Sprich, ich mache das Dach, was spare ich damit an Energiekosten ein? Ich mache die Fenster, was spare ich damit an Energiekosten ein? Ich mache nur ein Fenster, was spare ich damit an Energiekosten ein? Oder ich dämme nur halt die Giebelseite vom Gebäude, was spare ich damit an Energiekosten ein? All das, diese kleinen Themen können wir abbilden. Sie kriegen also ein Sanierungskonzept können Sie von uns haben. Wir können eine Einzelbauteilberechnung machen, wo Sie halt dann nachschauen oder Ihnen aufzeigen, was kostet mich das überhaupt? Was bringt mir das überhaupt? Was kriege ich an Förderung? Das ist natürlich auch noch sehr interessant. Also sprich, was gibt der Staat dazu und in Bezug auf in welche Richtung ich benenne es mal Energieausweis, in welche Richtung der Fall wandert. All diese Themen können wir gerne mit Ihnen durchgehen, auf Ihre Immobilie zugeschnitten, nur auf Ihre Immobilie, um Sie dann halt bestmöglich zu beraten. Zukunftssicherheit in Bezug auf energetische Sanierung. Ich bin zukunftssicher, wenn ich das Gebäude energetisch ertüchtige, die Heizungsanlage modernisiere. Ich bin so ein bisschen unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Konflikten, benenne ich es jetzt mal, in Bezug auf Wärmepumpe. Kombiniere das mit einer Photovoltaikanlage, habe einen hohen Autarkiegrad, also sprich, ich werde dadurch unabhängig von außen. CO2-Abgabe, die sinkt, die natürlich politisch halt immer weiter nach vorne getrieben wird. Also wenn man das alles mal so unterm Strich zusammenfasst, bin ich schon zukunftstechnisch sehr gut aufgestellt dann. Wir als qualifizierter Energieberater beraten Sie da und sind halt immer auf dem neuesten Stand der Technik bezogen auf Gesetze und Normen. Und also das ist halt ein Nährwert, der immer up-to-date ist, wo Sie dann halt ein zukunftssicheres Haus daraus machen. Durch eine Wertsteigerung, also sprich eine energetische Optimierung des Gebäudes, habe ich eine Wertsteigerung der Immobilie, sprich die Immobilie wird wertvoller, weil ich die auf dem neuesten Stand der Technik bringe, sei es mit der Außenhülle, halt ich fahre im Energiefaktor, also sprich ähnlich wie beim Energieausweis, diese Skala von Rot nach Grün, springe ich weiter in Richtung Grün, das Haus wird wertvoller. In Bezug auf, ich kaufe es, verkaufe es bei einer Bankbeleihung, also es sind alles Vorteile, die ich zukunftssicher das Gebäude mache und dementsprechend halt eine richtige Wertsteigerung habe.
Nachhaltigkeit. Ja, man saniert heutzutage ein Haus mit chemischen Baustoffen in Form von Polyurethan, Styropor. Diese werden schon sehr nachhaltig produziert, aber es gibt natürlich auch Naturstoffe, wo man halt ein Gebäude energetisch sanieren kann. Zum Beispiel Holzfaserdämmstoffe, Flachs, Einblasdämmstoffe könnte man zum Beispiel, Zellulosefasern nehmen, Innenraumputz aus Lehm für ein sehr gutes Raumklima. Dadurch hinterlasse ich auch einen sehr geringen CO2-Abdruck, ne, für mein Gebäude, was halt in Zukunft auch sehr wichtig sein wird. Welchen CO2-Abdruck hinterlasse ich überhaupt mit meinem Gebäude, sei es jetzt oder mit der Sanierung? Und wenn Sie das in Bezug auf Nachhaltigkeit machen, zum Beispiel Fensterhersteller, wenn ich mir jetzt mal ein Fenster greife und mir das zeigen kann, die werden aus Altmaterialien zu 70% hergestellt. Nur das äußere Weiße, was Sie hier sehen, ist ein moderner, also neu produzierter Stoff aus Erdöl. Es geht halt technisch nicht anders. Aber es ist halt auch nachhaltig. Also das ist schon halt ein großer Aspekt, der halt die ganzen Punkte abdeckt, ne? Und in Bezug auf CO2 und Nachhaltigkeit, was zukunftstechnisch halt auch ein sehr großes Thema ist, können wir sie auch beraten. Und man kann auch bestimmte Baustoffe austauschen gegen nachhaltige Baustoffe, ne? Das ist alles heutzutage kein Thema. Zum Thema energetische Sanierung an einem Gebäude kann man halt sehr viele Maßnahmen durchführen. Einfach erklärt, die ganze thermische Hülle kann man optimieren, also die Außenhaut des Gebäudes, beispielhaft das Fenster, das Dach, Fassade, Untergebäudeabschluss. Zum Beispiel, ich könnte auf die Außenwand ein WDVS-System machen, kann ich beliebig von außen plakatieren, also sprich streichen, gibt es verschiedene Varianten, speichert sehr viel Energiekosten mit ein und ist ein sehr hoher Nährwert in Bezug auf die Energieeinsparung, weil ich eine sehr große Gebäudefläche habe. Solltet ihr eine Immobilie bei Diekmann Immobilien, unserem Kooperationspartner, kaufen oder eine bestehende Immobilie besitzen und diese energetisch ertüchtigen wollen, sind wir natürlich Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Förderung, energetische Sanierung und viele weitere Planungsthemen. So, jetzt habt ihr gehört, was alles wichtig ist und warum ihr einen Energieberater braucht. Wenn ihr hier den unmittelbaren Kontakt sucht, alle Informationen findet ihr unten eingeblendet hier in dem Video. Und ganz wichtig, lasst auch ein Abo da, denn nächste Woche Freitag gibt es die nächste Folge bei Diekmann TV. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch hier in die Endkarte rein, dort findet ihr zwei weitere Videos von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder hier auf Diekmann TV. We'll be right back.